Sarah Wagenknecht hat ein neues Pressestatement rausgebracht und sich dort zu immer weiter steigenden Altersarmut in Deutschland geäußert. Und was sie dazu zu sagen hat, schauen wir uns jetzt an. Ich fange an mit der Situation der Rente, weil ich finde, das ist wirklich die Art und Weise, wie in unserem Land mit alten Menschen umgegangen wird, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, ist wirklich ein Sinnbild dafür, wie unsere Gesellschaft derzeit aufgestellt ist. Wir haben ja neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt abgefragt. Und die belegen das, was ohnehin zu befürchten war, nach dem, was man auch an den Tafeln zum Beispiel sieht, dass immer mehr Menschen im Alter auf Sozialhilfe, auf sogenannte Grundsicherung angewiesen sind. Aktuell sind das 728.990 Senioren, die diese Grundsicherung beantragen mussten. Und man muss davon ausgehen, das ist die Spitze eines Eisberges, weil sehr viele alte Menschen es natürlich als demütigend empfinden, eine solche Zusatzleistung zu ihrer Rente zu beantragen, sie deswegen nicht beantragen, sehr, sehr viele auch weiterhin arbeiten. Auch die Zahlen haben wir ja vor kurzem abgefragt. Immer mehr Senioren arbeiten und das in den seltensten Fällen, weil sie ihre Berufe als so inspirierend empfinden, dass sie davon nicht loslassen können. Das gibt es sicherlich auch. Aber bei vielen ist es die nackte Existenznot, die sie dazu zwingt, auch im Ruhestand immer noch Minijobs zu machen und immer noch weiterzuarbeiten. Wir finden, das ist wirklich eine unhaltbare Situation, auch wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern. Deutschland hat tatsächlich im EU-Vergleich eines der leistungsschwächsten Rentensysteme. Die deutsche Rente ist 10 Prozentpunkte niedriger als die des Durchschnitts der EU-Staaten. Und das ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis für unsere Regierungen, nicht nur für die Ampel, selbstverständlich auch für die Regierung der letzten 20 Jahre, denn die Ja, Rente. gerade für die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder. Die hat die gesetzliche Rente drastisch zusammengekürzt, eben um einen Anreiz zu schaffen, damit die Leute in Riester-Verträge gehen, von dem vor allem die Versicherungsindustrie profitiert. Also Gerhard Schröder hatte ja sehr enge Beziehungen zu einigen hochrangigen Versicherungsvertretern damals, die ihm diese Renten, also die bei dieser Rentenreform auf jeden Fall auch mitgeschrieben haben. Ist ja systematisch kaputt gekürzt worden. Das sollte man auch nicht vergessen. Wir geben heute gemessen an der Wirtschaftsleistung weniger Geld für unsere Rentnerinnen und Rentner aus als im Jahr 2009, obwohl es heute 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner gibt. Das heißt, das sind natürlich die in Zahlen gegossene Altersarmut und die Situation, die kann man daran ablesen. Dass die SPD sich deshalb schon als Helden feiert, weil sie das aktuell niedrige Rentenniveau nicht weiter absenken will, das zeigt, dass diese Partei eben mit dem Sozial in ihrem Parteinamen Sozialdemokratie nicht mehr viel im Sinn hat. Umso schlimmer, dass es dann auf der anderen Seite politische Parteien gibt, wie die FDP, Teile aber auch bei den Grünen, die CDU ohnehin, die selbst mit diesem Zustand an Altersarmut und schlechten Renten offensichtlich noch nicht zufrieden sind und den noch weiter erhöhen wollen und die noch weiter das Rentenniveau absenken wollen, zynische. Ja, Friedrich Merz hat, nachdem Rot-Grün diese drastischen Rentenkürzungen damals beschlossen hatte, also für über 2 Jahrzehnten schon, eine Rente mit 70 gefordert. Also die CDU, die ist da komplett neoliberal. Mit einem Kanzler Merz könnte da ja definitiv neues Ungemach drohen. Geht es nicht. Wir als BSW sagen ganz klar, was in anderen Ländern geht, das muss auch in Deutschland möglich sein. Schauen wir zu unserem Nachbarland Österreich. Dort hat ein langjährig versicherter Durchschnittsrentner 800 € mehr im Monat zur Verfügung. Ja, Und exakt. Und warum? Weil die Österreicher mehr Geld in ihre gesetzliche Rente investieren und diesen ganzen Unsinn mit Riester, mit Aktienrente, was wir uns hier ausgedacht haben über die letzten Jahrzehnte, um Versicherungen und Vermögensverwalter reich zu machen, weil die das gelassen haben und einfach auf die gesetzliche Rente gesetzt haben. Und deswegen sagen wir, parallel zur Bundestagswahl sollte eine Volksabstimmung über das Rentensystem stattfinden, wo die Menschen sich entscheiden können. Minimal mehr Beitragssätze, aber dafür im Alter eine wirkliche Sicherung des Lebensstandards oder der Weg der Ampel und der Vorgängerregierungen hin zu einer Absenkung, immer weiteren Absenkung des Rentenniveaus, gleichzeitig zur sogenannten kapitalgedeckten Rente, das heißt Aktienrente oder vorher hieß es Riester.
Riester-Rente, sehr viel Steuergeld, das in Finanzmarktprodukte fließt, die am Ende hochspekulativ sind und die Rente der Rentnerinnen und Rentner ganz sicher nicht sichern, aber für die Finanzmärkte und für die Finanzindustrie natürlich ein großartiges Geschäft sind. Also wir möchten, dass die Menschen das selbst entscheiden können. Sehr gute Forderung. Also hier kann ich nochmal sagen, sehr gute Forderung. Das Rentensystem in Deutschland wurde über die letzten Jahrzehnte systematisch kaputtgekürzt zum Profit weniger großer Versicherungskonzerne. Jetzt sollen sogar noch Staatsschulden aufgenommen werden, um mit diesem Geld dann an den Aktienmärkten zocken zu können. Also man zockt darauf, dass die Eigenkapitalrendite der Aktien höher ist als die Fremdkapitalrendite der Schulden. Also man hofft wirklich, also was heißt Fremdkapitalrendite, als die Zinsen, die man auf die, das war jetzt falscher Begriff, als die Zinsen, die man auf diese Schulden zahlen muss. Also man hofft wirklich, dass die Eigenkapitalrendite der Aktien höher ist als die Schulden, die man zahlen muss, und das ist hochspekulativ. Das kann aufgehen, das kann nicht aufgehen. Wer davon auf jeden Fall profitiert, sind die Großbanken, die dem deutschen Staat diese Staatsanleihen abkaufen. Also ja, das ist deutsche Rentenpolitik. Man verschenkt Geld an Großbanken, an Versicherungskonzerne, und der Rentner fällt hinten drunter. Gut, dass das BSW hier eine Volksabstimmung fordert. Das wird, glaube ich, auch ein zentrales Thema beim nächsten Bundestagswahlkampf werden. Zumal Rentner ja sowieso immer größeren Teil der Bevölkerung ausmachen. Kommen wir zum zweiten Thema, das auch viele Menschen umtreibt. Das ist die Situation der Pflegeversicherung. Es ist ja schon erstaunlich, während bei der Rente gesagt wird, also das österreichische Modell geht gar nicht, weil es minimal mehr Beitragssätze beinhalten würde, also eine geringfügige Beitragserhöhung, ist das bei der Krankenversicherung und bei der Pflegeversicherung offenbar völlig normal, immer wieder den Beitragszahlern tief in die Tasche zu greifen. So sieht es ja auch jetzt aus. Das ist also wieder erneute Beitragserhöhungen geben wird, gerade bei der Pflegeversicherung. Laut Presseberichten von gestern geht es dabei um keine Lappalien, sondern um 95 Euro mehr Belastung für den Durchschnittsverdiener im Monat im nächsten Jahr. Das sind ja über 1000 Euro mehr im Jahr, und das in eine Situation hinein, wo sehr viele Menschen ohnehin schon massiv Kaufkraft verloren haben wegen der hohen Energiepreise, wegen der explodierenden Lebensmittelpreise, wo es den Menschen ohnehin schon vielfach deutlich schlechter geht, wo sie sich einschränken müssen. Also noch einmal, die Beitragssätze werden heraufgesetzt, und zwar natürlich vor allem für Normalfamilien, auch für Niedrigverdiener. Das sind ja, ja, für reichere Leute gilt die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, für die steigen die Beiträge nicht. Also sie steigen ab einer gewissen Grenze nicht mehr. Also ob ihr jetzt 500.000 Euro verdient oder 5 Millionen Euro, das ist vollkommen egal. Euer Beitragssatz steigt nicht mehr weiter. Ja, und Kapitalerträge werden auch nicht für die Pflegeversicherung herangezogen. Lohneinkommen dagegen voll. Also man könnte diese Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung sehr einfach lösen, indem man, wie gesagt, Kapitalerträge heranzöge und indem man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen würde. Das wäre ohne Probleme möglich. Das könnte man von heute auf morgen machen, sowohl bei der Kranken- als auch bei der Pflegeversicherung. Das will man aber politisch nicht, sondern man erhöht lieber die Beiträge für alle Beitragszahler. Ja, diejenigen, die diese vollen Beitragssätze zahlen und die eben nicht über der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Nun muss man bei der Pflegeversicherung ganz klar sagen, also auch Herr Lauterbach hat ja gesagt, sie kratzt nicht an der Insolvenz, aber die Schwierigkeiten, auch das muss man nochmal deutlich festhalten, die Schwierigkeiten der Pflegeversicherung liegen nicht an irgendeinem überraschenden Ereignis. Ja, die Pflegeversicherung kann nicht insolvent gehen. Die wird über die reinkommenden Beiträge finanziert. Also wenn die Ausgaben, die man fürs Pflegesystem hat, steigen, dann steigen halt die Beiträge. Das ist ein relativ einfach funktionierendes Umlagesystem. Da wird nicht mit dem Geld spekuliert, sondern das, was über die Beiträge reinkommt, wird direkt wieder ausgezahlt. Also so ein System, das kann nicht pleite gehen. Solange es volkswirtschaftliche Produktion gibt, lässt sich so ein System immer finanzieren. Da ist man nicht auf Ausland angewiesen, nicht auf Finanzmärkte, sondern einfach auf das laufende Volkseinkommen. Und sie liegen auch nicht daran, dass die Beiträge unzureichend sind, sondern die Schwierigkeiten liegen darin, dass die Bundesregierung ihren Pflichten nicht nachkommt. Der Bund hatte, und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, 2020 die Pflegekassen verpflichtet, mehrere Milliarden an die Pflegeeinrichtungen zu zahlen, nämlich im Namen der sogenannten Pandemiebewältigung. Das heißt, es ging damals um zusätzliche Ausgaben der Pflegeversicherungen, die im Grunde nicht durch Beiträge gedeckt sind. Und es ging um die Corona-Politik.
Auf mehr als 5 Milliarden Euro Sonderausgaben aus dieser Zeit sitzt die Pflegeversicherung bis heute. Und dieses Geld sollte dringend zurückgezahlt werden, und zwar nicht von den Versicherten, sondern vom Bund, weil es waren ja Sonderausgaben. Es waren keine Ausgaben, die normal aus der Pflegeversicherung zu bezahlen wären und die normal von den Versicherten zu tragen wären. Herr Lauterbach hat offenbar derartiges nicht im Sinn. Und man muss aber immer wieder darauf hinweisen, ohne diese Pandemielast gäbe es die aktuellen Probleme nicht. Und erstaunlich ist ja schon, oder nicht erstaunlich, leider typisch für die Ampel, wie hier die Prioritäten gesetzt werden. Also auf der einen Seite beschließt man mal eben, dass man Luxuskarossen, wenn es E-Autos sind, bis zum Listenpreis von 95.000 Euro steuerlich begünstigt als Dienstwagen. Geld ist offenbar da. Da sind auch keine Haushaltslöcher, die dagegen sprechen. Aber wenn es darum geht, der Pflegeversicherung das Geld schlicht zurückzugeben, was man ihr damals zusätzlich auferlegt hat, da sind plötzlich die öffentlichen Kassen sehr, sehr klamm, weil hier geht es ja natürlich um Dinge, die vor allem Klein- und Mittelverdiener betreffen. Wir finden das wirklich unerträglich, wie hier die Prioritäten gesetzt werden. Wie gesagt, das Problem bei der Pflegeversicherung ließe sich relativ einfach lösen. Einfach Kapitalerträge auch heranziehen, Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Schon würden die Beitragssätze für normale Pflegeversicherte wahrscheinlich sogar deutlich sinken. Also die Leute müssten da wahrscheinlich weniger Beiträge zahlen, weil die Reichen dann entsprechend dem Anteil in ihrem Einkommen auch mit herangezogen werden würden. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht von einem System, was umverteilen soll. Wir reden hier nur davon, dass jeder den gleichen Anteil an seinem Einkommen zahlen soll. Also wir reden hier noch nicht von irgendwie progressiv steigenden Beitragssätzen, sondern wir reden hier wirklich um den gleichen Anteil im Einkommen. Also wir reden hier wirklich über das Mindestmaß an Gleichberechtigung. So, nicht mal sowas wie eine Flat Tax gibt es bei den, Flat Tax heißt einheitlicher Steuersatz, also eine endliche Anteil am Einkommen. Nicht mal sowas gibt es bei den Sozialversicherungen, sondern je mehr ihr verdient, desto geringer ist der Steuersatz, den ihr zahlt. Die Bundesregierung scheint die Beitragszahler für Melkkühe zu halten, die man immer und jederzeit heranziehen kann. Und man muss ja auch sehen, wir haben jetzt Oktober, dass Gesundheitsminister Lauterbach jetzt erst ein Finanzkonzept für 2025 erarbeiten will. Das zeigt natürlich auch, wie unseriös diese Regierung arbeitet. Ein dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die aktuelle Wirtschaftskrise. Also bis vor kurzem wurden wir ja immer belehrt von Herrn Habeck und von anderen grünen Politikern oder auch durchaus von der FDP und von der SPD. Man solle doch die Situation nicht schwarz malen, wenn man auf die wirtschaftlichen Probleme hingewiesen hat. Inzwischen ist es amtlich, die Konjunkturprognosen der Regierung sind wieder mal Makulatur. Die Wirtschaft wird wieder mal in diesem Jahr nicht wachsen, sondern sie wird wieder und erneut schrumpfen. Wir sind Schlusslicht, wir bleiben Schlusslicht unter den Industrieländern. Und das andere: Die deutsche Wirtschaft schmiert ab. Das kann man sagen. Die deutsche Industrie befindet sich seit 2018 im Niedergang. Und dieser Niedergang hat sich 2022 mit Amtsantritt der Ampel, mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland nochmal dramatisch beschleunigt. 15% der energieintensiven Industrie sind weg. Andere Branchen wie die Autoindustrie, die bekommen auch Probleme, vor allem aufgrund der mangelnden Binnennachfrage. Also das Problem sind nicht mal nur die hohen Energiepreise, sondern auch die geringe Binnennachfrage. Die Reallöhne sind eingebrochen, die Regierung setzt auf Sparpolitik. Es läuft in Deutschland schlechter als in allen anderen europäischen Staaten. Frankreich und Italien, die machen gerade ordentlich Staatsschulden, was in der Rezession das einzig Richtige ist. Bei denen läuft es wirtschaftlich wesentlich besser als bei uns. Unser Finanzminister, die Ampel, versucht sich an die Schuldenbremse zu halten und die Wirtschaft, die schrumpft bei uns immer weiter. Also die Lage in Deutschland ist dramatisch. Sarah Wagenknecht hat hier völlig recht. Andere Länder durchaus wachsen, zeigt auch, es ist nicht die Welt um uns herum schuld, sondern es ist wohl ganz offensichtlich, sind es die Fehlentscheidungen unserer eigenen Regierung, die uns immer tiefer in die Rezession hineintreiben. Ja, vor allem das Festhalten an der Schuldenbremse. Also die Zinserhöhungen der EZB, die hauen auch nochmal ordentlich rein, aber damit haben ja auch die anderen Länder in der Eurozone zu kämpfen. Also das hat die Bundesregierung zwar auch unterstützt, das ist auch ein Problem, aber vor allem das Festhalten an der Schuldenbremse dürfte für die besonders schlechte Lage in Deutschland verantwortlich sein. Und das gilt auch für den Wirtschaftsminister.
Für Herrn Habeck kann man sagen, 3 Jahre im Amt, 2 Jahre Rezession. Andere würden an so einer Bilanz zurücktreten. Herr Habeck will Kanzler werden damit und fällt auch weiter auf durch radikalen Realitätsverlust, weil auch viele Dinge, die jetzt kommuniziert werden über die Ursachen der Probleme, gehen an der Realität vorbei. Zum Beispiel, wenn uns immer noch von den Grünen erklärt wird, ja, die Energiekrise, die sei doch längst überwunden. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut, da ist gar nichts überwunden. Für die normalen Haushalte liegen die Gaspreise oder lagen die Gaspreise im ersten Halbjahr 2024 um fast 75% über dem Stand von 2021. Also da ist nichts überwunden. Auch die Ja, und 2021 waren die Energie- und die Strompreise in Deutschland schon überdurchschnittlich hoch. Bei den Gaspreisen hat das einen sehr einfachen Grund. Die die Gasreform der EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker. Damals gab es größtenteils langfristige Lieferverträge. Gas wurde so gut wie gar nicht an den Börsen gehandelt, sondern man hat einfach einen langfristigen Vertrag mit dem Gaslieferanten geschlossen und der hat dann langfristig geliefert. Juncker wollte das Ganze ein bisschen marktwirtschaftlicher gestalten. Und was ist passiert? Man hat dafür gesorgt, dass Gas massiv an der Börse gehandelt wurde. Ich habe da hauptsächlich auf kurzfristige Verträge gesetzt, denn am freien Markt, da ist ja alles besser. Der freie Markt, der kann sowieso alles besser regeln. Das gilt besonders für die Finanzmärkte. Was ist passiert? Ganz viele Spekulanten sind in diese Märkte geströmt, haben die Preise nach oben getrieben. Und wir hatten dann jahrelang sowieso schon stark erhöhte Gaspreise. Und 2021 gab es schon vor Beginn des Ukraine-Krieges, vor Beginn des Wirtschaftskrieges gegen Russland, nochmal eine besonders starke Spekulationswelle. Also 2021 waren die Preise schon erhöht. Und im Vergleich zu diesem erhöhten Niveau sind sie jetzt nochmal 75% höher. Die Strompreise sind 25% höher. Auch für die Industrie sind die Energiepreise nach wie vor ein deutlicher Wettbewerbsnachteil. Und vor allem fressen sich diese hohen Energiepreise durch alle anderen Preise durch. Das heißt, insgesamt ist zwar die Inflation gesunken, aber das hohe Preisniveau, das ist ja nicht weg, sondern das ist da und das nimmt den Menschen die Kaufkraft weg und es beschädigt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Das sind ja zentrale Ursachen dafür, dass wir jetzt in dieser Rezession stecken. Und sie zeigt auch nochmal, dass die Wirtschaftssanktionen, die wir verhängt haben, vor allem uns selbst geschädigt haben. Russlands Wirtschaft, das sei nur nebenbei bemerkt, wächst. Ja, neben den Energiepreisen ist natürlich die marode Infrastruktur eine wesentliche Ursache auch dafür, dass Unternehmen sich überlegen, ob sie noch in Deutschland investieren oder lieber woanders hingehen. Unser Bildungssystem, also all die Probleme, die wir kennen und an denen die Ampel nicht nur nichts verbessert hat, sondern im Grunde weiter den Niedergang verwaltet hat. Herr Habeck hat nun eine sehr kreative Idee beigesteuert, wie man der Wirtschaftskrise entkommen kann, indem er also vorgeschlagen hat, dass Bürgergeldbezieher, die eine Arbeit aufnehmen, zur Belohnung 1.000 Euro bekommen sollen. Ich finde, das ist sowohl eine Frechheit gegenüber den Bürgergeldbeziehern, die unschuldig im Bürgergeld hängen. Und da gibt es sehr, sehr viele. Ich denke an die vielen alleinerziehenden Frauen, die Bürgergeld beziehen, weil es nicht ausreichend Kitaplätze gibt und die deshalb schlicht keine reguläre Arbeit aufnehmen können, weil sie für ihre Kinder da sein müssen und weil die Kitaplätze nicht da sind oder eben auch in der Schule die Nachmittagsbetreuung nicht. Ich denke auch an viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Knochenjob gemacht haben, den sie nicht mehr ausüben können. Ja, für die müsste es eigentlich Erwerbsminderungsrente geben, aber das gibt es in Deutschland ja auch nicht. Aber jetzt mal abgesehen davon, so falsch finde ich Habecks Vorschlag gar nicht. Also es ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, 1.000 Euro, die dann wahrscheinlich an ein paar 10.000 Leute ausgeteilt werden, machen jetzt den Kohl auch nicht fett. Das ist relativ wenig Geld, was aber auf jeden Fall in die Nachfrage fließen würde. Also das Geld würden die Bürgergeldempfänger, also dann wären es ja keine Bürgergeldempfänger mehr, dann wären es ja Arbeiter, die wahrscheinlich zu relativ niedrigen Löhnen arbeiten würden. Das würden die wahrscheinlich relativ schnell verkonsumieren und damit die Konjunktur anregen. Und das wäre in so einer Rezession, bei so einer schwachen Binnennachfrage, wie wir sie gerade haben, eigentlich eine vernünftige Maßnahme. Es wäre viel zu wenig. Also man könnte die Nachfrage noch viel effektiver anregen, beispielsweise indem man die Renten deutlich erhöht. Also das wäre wahrscheinlich die Sozialleistung, die man am unproblematischsten erhöhen könnte, ohne dass sich daraus irgendwelche Fehlanreize ergeben. Aber grundsätzlich finde ich Habecks Idee jetzt nicht falsch. Also klar, man kann jetzt sagen, das ist ungerecht gegenüber jenen, die gar nicht aus dem Bürgergeld rauskommen können. Wagenknecht hat ja jetzt Beispiele aufgezählt. Aber grundsätzlich in dieser Rezession, in der wir gerade sind,
Da ist jede Anregung der Nachfrage erstmal was Positives. Also das ist wesentlich besser als irgendwelche Steuersenkungen für Unternehmen, die die FDP beispielsweise durchgesetzt hat. Keinen neuen Job bekommen und dann Bürgergeld beziehen. Das heißt, Habeck heizt natürlich mit dieser Debatte oder mit diesem Vorschlag. Agi, das wäre mega ungerecht für alle geringfügig. Ach, für so, das wäre ungerecht. Ja, wie gesagt, man kann dieses moralische Argument machen, das ist ungerecht. Wie gesagt, da habt ihr einen Punkt, wie gesagt. Es wäre, oder man könnte Konsumsteuern senken. Also die Ampel macht ja gerade das Gegenteil. Man erhöht die Steuern auf Gas und Fernwärme, man erhöht die CO2-Steuer, man erhöht die Steuern auf die Gastronomie. Man könnte all diese Steuern senken. Also das würde auch für mehr Nachfrage, sorgen. Und das wäre dann auch wesentlich gerechter. Okay, wie gesagt, das wäre jetzt eh kein großer Punkt. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man groß aufgreifen muss. Man könnte auch die Pflegebeiträge senken, die Beiträge zur Rentenversicherung senken. Das wären auch alles Dinge, die man machen könnte und dafür einen Bundeszuschuss erhöhen. Könnte man auch alles machen, wenn man das politisch wollte. Vorschlag, eine Debatte an, die ohnehin in unserem Land ja schon ziemlich verbreitet ist, die Bürgergeldempfänger als notorische Faulpelze hinstellt, die dann also mit 1000 Euro gelockt werden müssen, dass sie sich bitte bequemen mögen, eine Arbeit aufzunehmen. Bei den Bürgergeldempfängern allerdings, wo das tatsächlich der Fall ist, und natürlich gibt es die auch, die sich eingerichtet haben im Bürgergeld, die nebenher vielleicht noch schwarz arbeiten, bei denen wäre eine solche Prämie auch tüchtig fehl am Platz, weil sie eine Frechheit wäre gegenüber all den Menschen, die jeden Tag früh aufstehen, die jeden Tag arbeiten gehen. Ja klar, das Gerechtigkeitsargument kann man hier machen. Mein Chat hat es auch gerade gemacht. Ja, habt da recht. Wie gesagt, 1000 Euro, das würden den Kohl nicht fett machen. Und sicherlich steckt da dann die Ideologie hinter. Die Bürgergeldempfänger, die sind eh alle faul. Die würden eine Arbeit aufnehmen, wenn man damit Zuckerbrot und Peitsche ein bisschen Nachhilfe, aber so funktioniert das nicht. Es gibt in Deutschland schlichtweg zu wenige Arbeitsplätze. Wir haben in Deutschland mehr als 3,5 mal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Also offiziell gemeldet bei der Bundesagentur für Arbeit. Das geht schon rein rechnerisch nicht auf. Selbst wenn alle Arbeitslosen morgen früh alle offenen Stellen annehmen würden, die es gäbe, hätten wir immer noch über 2 Millionen Arbeitslose. Also das geht schon rein rechnerisch nicht auf. Und die Arbeitslosenzahlen, die werden auch an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Brauche ich hier jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Aber allein schon die offiziellen Zahlen, die schön gerechnet werden, geben da doch ein deutliches Bild ab. Wir haben keine Situation für Vollbeschäftigung oder des Arbeitskräftemangels. Wir haben eine Situation der Unterbeschäftigung. Auch deswegen, da ist dieses auf Bürgergeldempfänger schimpfen natürlich falsch. Hat Wagenknecht völlig recht. Also ja, die Ideologie, die mag da sicherlich hinterstecken. Und denen man keine Prämien dafür zahlt, sondern im Gegenteil für die die Ampel nichts anderes übrig hat als steigende Steuern und steigende Beiträge. Also in jeder Hinsicht ein Vorschlag, der sowas von deplatziert ist und wieder mal deutlich zeigt, wie diese Ampel gestrickt ist und wie weit es auch um die Kompetenz eines Herrn Habeck bestellt ist. Das letzte Thema, zu dem ich etwas sagen möchte, ist der AfD-Verbotsantrag. Ich möchte deswegen etwas dazu sagen, weil offenbar inzwischen, war zumindest gemeldet worden, ausreichend Bundestagsabgeordnete gefunden wurden, um ein AfD-Verbotsverfahren über den Deutschen Bundestag anzustrengen. Das heißt, Ja, sehr gut, dass sich Wagenknecht dazu äußert. Also das ist absolut katastrophal, was da passiert. Da versuchen einfach so totalitäre Antidemokraten einen demokratischen Mitbewerber mittels staatlichem Zwang aus dem Rennen zu nehmen. Also das ist ein wirklicher Frontalangriff auf die Demokratie, was hier geschieht. Und Wagenknecht hat sich da in der Vergangenheit schon deutlich ablehnend geäußert. Finde ich gut, dass sie es nochmal mit ins Pressestatement nimmt. Das ist wirklich wichtig, sich hier für Demokratie und für eine sachliche Auseinandersetzung auszusprechen. Einfach damit solche antidemokratischen Vorstöße, egal wie erfolglos sie jetzt sein mögen, im Keim erstickt werden. ist der dümmste Antrag dieses Jahres, vielleicht der dümmste Antrag dieser Legislatur, nimmt seinen Lauf. Ein Wahlkampfgeschenk an die AfD und ein Armutszeugnis, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, als einen unliebsamen Konkurrenten mit der Verbotskeule auszuschalten, statt Ja, sehr gutes Statement. vielleicht doch mal darüber nachzudenken, und das gilt ja für viele Abgeordnete, die diesen Antrag unterzeichnen. Es sind Abgeordnete der regierenden Koalition, statt vielleicht mal darüber nachzudenken, wie der eigene Anteil daran ist, dass überhaupt die AfD derzeit solche Werte erreicht. Ich erinnere daran, bei der letzten Bundestagswahl hatte die AfD ein Ergebnis von 10,3%. Die Hochkonjunktur der AfD begann im Sommer 2022 mit der Energiepreiskrise,
mit den extremen Energiepreissteigerungen, mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und den nächsten Schub bekam die AfD, als in diese ganze Krise hinein Herr Habeck noch mit seinem Heizungsgesetz kam, als völliger Ausweis der Inkompetenz dieser Regierung. Und wenn man möchte, dass das nicht so weitergeht, könnte man ja vielleicht statt Verbotsanträge zu stellen, mal in der Ampel eine Diskussion darüber führen, wie lange das Unheil dieser Regierung noch fortgesetzt werden soll oder ob man nicht doch möglicherweise vorfristig den Weg freimacht für Neuwahlen. Ich habe gelesen, die CDU stellt sich darauf ein. Ich kann nur sagen, wir sind auch vorbereitet, auch wenn es für uns als junge Partei natürlich schon eine Herausforderung wäre. Aber ehe man diesem Land noch ein Jahr Ampel zumutet, wären wir sehr froh, wenn hier tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden könnten, wie sie weiter regiert werden möchten. Statt eines Verbotsverfahrens für die AfD bräuchten wir eigentlich lieber ein Verbot für inkompetente und miserable Politik in unserem Land. Dann werden alle Ampelparteien verboten und die CDU, die wäre nach ihrer nächsten Regierung wahrscheinlich auch weg vom Fenster. Das könnte zu interessanten Auswirkungen führen. Aber Sie hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Es ist katastrophal, wenn die Regierung eine schlechte Politik macht, damit den Großteil der Bevölkerung gegen sich aufbringt und dann die Partei, die am meisten von diesem Unmut profitiert, nämlich die AfD, verbieten will. Also eine Regierung, die eine eindeutig schlechte Politik macht, die das Land deindustrialisiert, die Bevölkerung verarmt, will dann die stärkste und erfolgreichste Opposition gegen diese Politik verbieten lassen. Also das hat ja wirklich schon diktatorische Anwandlungen. Schon einige Fragen. Ich würde immer. Ja, damit ist das Statement beendet. Wie gesagt, gut, dass Sarah Wagenknecht sich nochmal zum Ende zu diesem AfD-Verbotsverfahren geäußert hat. Ich bin ja, wie gesagt, kein Parteimitglied des BSWs, sondern nur ein Sympathisant dieser Partei. Aber es freut mich, dass das BSW sich konsequent für Demokratie, für sachlichen Austausch auseinandersetzt. Ich bin tatsächlich auch enttäuscht von dem, was in Thüringen zuletzt passiert ist. Also dieses Theater um die Wahl des Alterspräsidenten, wo das BSW sich nicht gerade rühmlich verhalten hat. Entsprechend freut es mich, dass man jetzt sich weiterhin für eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD einsetzt.